Und damit hallo und herzlich willkommen zu Tag 65. Und wie es bereits im Titel gelesen habt und die auch schon das letzte Mal angekündigt habe, heute können wir die Brandschutzmauer betonieren, die wir das letzte Mal fertig geschaltet haben und die Eisen reingebracht haben. Genau, das sieht man sehr schon. Aber davor muss die Straßenlaterne gesetzt werden. Die kommt jetzt da geliefert. Und das war ein bisschen heikel, da das Kabel durchzufädeln, weil das Rohr mit dem Knick drin und dann da das Kabel durchzufädeln. Und ja, aber es hat gut funktioniert. Steht da und jetzt kann der Beton dann kommen. Was auch ist, die Straßenlaterne ist natürlich jetzt noch nicht. Es ist nicht die fertige Lackierung dann. Da kommt dann noch eine neue Farbe drüber, weil während dem ganzen Bau ist es dann auch ziemlich dreckig geworden. Genau, und dann haben wir es betoniert, das ist jetzt sehr schnell gegangen und dann ist für heute auch schon wieder Feierabend gewesen und wir schauen uns jetzt nochmal kurz alles im Überblick an. Da ist jetzt der Beton in der Schalung, das kann dann morgen entschaltet werden, also alles gut, alles geht schnell dahinter, super. Schön immer den Beton auch verdichten da natürlich, damit keine großen Lufteinschlüsse sind. Und dann war es von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne mit Freunden teilen, gerne den Kanal abonnieren und gerne auch auf meinem Instagram-Account folgen. Dann gibt es auch Live-Bilder von der Baustelle. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.